Willkommen zurück zur zweiten Folge von Ark Survival Evolved. Mit dabei wieder der Losti. Ja, in der letzten Folge Moin. müssen wir zu Anfang dem Krokodil entfliehen. Das ist jetzt Also, weit weg. Der Kano wirft der immer noch ein Kano. Auge auf uns. Ja, aber jetzt im Moment ist er nicht da. Ich weiß nicht, ob er gerade da in die Schlucht gelaufen ist. Keine Ahnung. Ah, ich trau dem Braten noch Abwarten. nicht. Abwarten, Tee Abwarten. trinken, Häuser bauen oder so ungefähr. Ja, das haben wir aber schon fertig. Das ist Ja, ja in der letzten Folge ganz gut gelaufen. Und guck mal, das Feuerchen brennt auch noch das drinne. Feuerchen brennt. Man sieht's unten drunter. Hoffentlich fängt das Haus kein Feuer. Aber ich bin da zuversichtlich. Ich Erstmal stell's mal was. aus und nehme mir mal das Fleisch raus, die drei, die da noch drin waren. Erstmal was trinken. Was haben wir denn hier? Eine Schildkröte ist da hinten. Sonst sehe ich unter Wasser nichts. So, ich gehe Jo. dann jetzt mal ein bisschen Fiber farmen, damit wir uns gleich die Slingshot bauen können. Ja, mir ist in Vielleicht der dann ganz letzten. schon. Was denn? Ja, Ja, erzähl, mir ist in der erzähl. letzten Folge auch noch der Speer kaputt gegangen. Da Ja, bräuchte ich dann gleich auch genau, nochmal genau, genau. Ersatz oder noch einen zweiten. Ja, Spoiled richtig. Meat, das brauchte man auch wofür. Stimmt, für die Für die Narcotics. Narcotics. Ja, genau. Aber das wird, glaube ich, nicht lange noch halten. 2,5 Minuten noch. Dann ist das auch weg, oder wie? Dann ist das Komplett. auch schon wieder weg. Okay. Also diese Narco-Berries habe ich schon genug, aber du hast ja leider noch keinen Ich kann das Rezept Mörser. leider noch nicht. Den Mörser, stimmt, da brauchen wir auch noch Wie viel Hide brauchst du denn Hide dafür? Warte für. mal Wie viel kurz. haben wir denn? Ich habe zwei. Ich habe 9. Habe 9. Dann sind 11. 4 brauchen wir noch. Dann Gut, kann dann ich müssen einen wir das bauen. erstmal hinten dran legen und ich muss erstmal die Slingshot für uns beide bauen. Die Bei Slingshot dir bitte. respektive einen Speer. Ja, einen Speer Noch. bekommst du gleich. Aber erstmal die Slingshot. Weil eigentlich habe ich mir vorgenommen, dass wir in dieser Folge einen Dino tamen. Ah, das wäre schon mal ein Anfang. Egal, was für einen. Dodo zählt auch natürlich dazu. Es sollte schon was sein, was uns ein bisschen was bringt. So ein Dilo wäre schon ganz cool. Wir müssen dazu sagen, dass wir das Taming auf diesem Server ein bisschen höher gestellt haben, damit es halt eben im Let's Play nicht so lange dauert. Weil es dauert eigentlich deutlich länger. Auf einem anderen Server haben wir mal noch mit verschnellertem Taming einen Brontosaurus gezähmt. Und das hat trotzdem eine halbe Stunde gedauert. Das wollen wir euch natürlich nicht antun. Ja, das wäre auch ein bisschen, also wenn man da dann wirklich die ganzen 20 Minuten pro Folge bei einem Dino steht und einfach nur den Taming-Balken begutachtet, ist da natürlich actionmäßig gleich gar nichts und dementsprechend haben wir es ein bisschen höher gestellt. Die Möglichkeit hatten wir Gott sei Dank. So, also ich mache uns dann jetzt mal erst Ich mal mache kurz uns noch einen noch eine Speer. zweite Kiste. Kisten kann man nie genug haben. So, bist du wieder beim Haus, ne? Nee. Ich bin bei Also den dann geht's beiden schon wieder. Steinen zur Linken. Zur Rechten Ah, können ich wir ja sehe dich. nicht. Ja, ich sehe dich, ich sehe dich. Wo bist du denn jetzt? Ja, ich komme Ach, da an vorne den bist du. Da sehe ich Vorsprung dich bitte. schon. So, pass auf, jetzt bekommst du hier ein Speer. Bitte kurz. Da, dann habe ich gleich noch was für dich. Da. Ah, eine Slingshot, perfekt. So, hast du Steine? 16 habe ich. Ja, die brauchst du dafür. Da. Aber wir sollten uns doch keine Schildkröte vornehmen. Die sind ein bisschen härter im Leben, glaube ich. Und vor allen Dingen ist sie auch zu langsam. Ja. Die könnten wir dann vielleicht, wenn wir den ersten Dino dabei haben, vielleicht so einen schönen Fleischfresser, einen kleinen. Du meinst so ein Dilo? So ein Dilo wäre ganz cool. Ja, dann lass uns mal gucken, ob wir einen finden. Aber ich habe immer noch die Befürchtung. Ey, guck mal, hier fliegt ein Adler. Nee, das ist kein Adler, das ist so ein Flugsaurier. Pteranodon. Genau. Ich habe hier noch Ah, einen hier ist. Ich habe Trilobit. einen Dodo. Ich habe einen Dodo. Ja gut, den solltest du ja auch alleine hinkriegen. Ja, den meinte Ich der. mach mal den Trilobit. Oh, den habe ich. Der kann zum Glück nicht so viel. Ach, ich bohr den mit der Axt ab. Also der Kanu, der fightet da vorne noch, ne? Der Der ist ist noch noch da. da. Ach du je. Ja, ich bin ein bisschen näher in die Richtung gelaufen. Ich habe hier noch einen Trilobit. Der ist Gerade richtig heftig dabei. den mit der Axt
abgegrast. Da gibt's ja fast nur Chitin. Oh, Silica-Pearls gibt's hier auch von den Trilos. Ich habe uns mal was mitgebracht. Ein Dodo. Dodo. Oh, ich habe schon nichts mehr zu essen. Aber da machen wir ja gleich bestimmt wieder was. Ah, erstmal hier hingeschissen. Immerhin nicht ins Haus. Ach, ja, du. Ja, das muss hin und wieder einfach. Oh, jetzt habe ich was gemacht. Ja, bist du in die Stuben rein? Trilobit Level 17. Ja, ich habe ja nicht ins Haus, also. Okay, gut. Dann geht's noch. Alles gut, alles gut. Ah, Level 17er zerlegt hier. Guck, meine Axt ist schon wieder gleich kaputt. Guck an, wen wir uns hier mitgebracht haben. Den Kampfdodo. Uiuiui, da habe ich ja schon fast Angst. Ja, solltest du auch haben. Der ist. Macht schon 284 Schaden. Oh. Das ist heftig für so einen kleinen Dodo. Ja, aber dafür ist er auch 40,5 an Heal, aber ist nicht viel. Erstmal ein Stack Beeren essen und eine Kiste stellen, dann haben wir schon hier zwei. Alles also Wichtige auslagern. Unser erster Dino, respektive Dodo, ist da. Abgehakt. Hier draußen ist ein bisschen kalt, kann das sein? Ja, ja. Was haben wir denn? 7 Grad, das ist doch nicht kalt, das T-Shirt-Wetter. Naja, für dich. Ja, nicht für diese Weichpuppe, die jetzt auf einer einsamen Insel gelandet ist. Genau. Dein Charakter findet es ein bisschen anders hier. Sieht zwar nicht danach aus, wenn man sich den mal anguckt. Aber gut, wer Lake Days gibt, der ist auch. Naja, ich sag dazu nichts weiter. Ich hätte mir sowas ja schon denken können. Ja, prinzipiell schon. Genau, der vergisst halt auch Turnbeutel, genau. Halt eben Weichbrötchen, ja. Ja, er vergisst auch Turnbeutel. Boah. Ja, wollen wir nicht doch vielleicht die Schildkröte versuchen? Nicht mit dem Dodo, weil der ist, glaube ich, dann. Den Dodo machen wir. Okay, das könnten wir vielleicht versuchen, aber ich warte mal, wir haben hier. Oder haben wir da noch was Kleines? Ich gehe mal ein bisschen hier in die andere Richtung. Hat man ein bisschen. Da vielleicht noch ein Dino rumläuft irgendwo. Oh, also der hat hier Eiswürfel an der Füße. Minus 2 Grad. Okay, das ist auch nicht mehr allzu. Da ist dein T-Shirt-Wetter auch vorbei, ne? Da ist dann schon der dünne Pulli angesagt. Siehst du? Den haben wir noch nicht. Die Schildkröte ist weg. Quatsch. Ja, sicher. Die war gerade noch da. Die ist Wasser gegangen. Ja, natürlich ist die im Wasser. Oh, das ist eine 17er. Ich glaube, die versuchen wir lieber doch nicht. Ja, wieso? Wenn wir uns auf den Stein stellen und dann mit der Slingshot. Haben wir denn einen Stein? Oh, hier, warte mal, hier ist eine. Nee, da kommt die, glaube ich, durch. Das ist zu breit. Du meinst hier? Ja, ja. Ich glaube, das ist zu breit. Da kommt die durch. Haben wir denn die Möglichkeit, hier drauf zu kommen? Ach, Quatsch. Wir rennen vor der weg. Das kriegen wir schon hin. Bist du dir sicher? Ja, sicher. Okay, ich greife die mal an. Wir können uns die ja tamen. Ja. Immer schön zurückgehen dabei. Immer schön zurückgehen. Immer in Bewegung bleiben. Du läufst nämlich rückwärts noch schneller als die vorwärts. Ach, guck mal, wie einfach das geht. Immer schön in eine Richtung rückwärts laufen. Ich hoffe, du hast genug Steine dabei. Ja, sonst klopp ich zwischendurch noch welche. Oder sammelst einfach die auf, die auf dem Boden liegen. Da liegt sie. Ach, guck mal an. Warte. Sehr schön, okay. Futtert Bärchen, oder? Die futtert Bärchen. Ich hab da noch ein paar. Ja. Okay. Notfalls Narco-Berries rein. Mal gucken, ich sehe. Ich leg mal ein paar mit rein. Jo. Ja, aber das sieht gut aus. Okay. Wie nennen wir sie dann? Schildi? So.
Was hältst du denn davon? Wir lassen sie einfach erstmal unbenannt, also Carbonemis, und lassen die User uns Tipps geben, wie wir sie nennen. Das Umbenennen wäre kann man die ja. natürlich, auch eine geile Idee. Genau, dann sagt uns doch mal bitte, schreibt es in die Kommentare, wie unsere erste Schildkröte heißen soll. Und wir suchen uns dann einen Namen aus. Ja, also vom Taming-Level her dauert die schon deutlich länger wie der Dodo. Ich gehe schon mal ein bisschen Steine sammeln wieder. Steine Ich kann bin man auch nie gerade genug. dabei. Ach, ich brauche ja auch sowieso 65 für Für was? den Mörser. Gott, so viel braucht er? Das ist doch bloß so ein 65. kleines Töpfchen, was auf dem Boden steht, Ja, oder? aber das muss ja auch erstmal hingebogen werden, also. Aber finde ich schon krass, was der Charakter so in der Hand alles macht, ne? Das ist, andere haben dafür eine ganze Werkstatt dabei, aber ja, das kriegt er in der Hand irgendwo gebacken. Ist doch cool, oder? Ja, guck dir auch mal diese Monsterpranken hier an, also. Ja. Ist schon ein ganz schönes Ungetüm. Ich würde Wenn, es auch nicht auf die Straße gehen. wenn ihr euch im Übrigen wundert, dass mein Charakter zwischendurch immer mal wieder sinnlos in die Gegend schlägt, ich will euch nicht mit dem Husten stören. Ich habe mich leicht erkältet und dann mute ich mich lieber in der Zwischenzeit. Das, was man noch dazu sagen soll, also wenn der Como sich mal von außen zeigt, ja, also ich hat den Charakter schon echt, ja, seinem Spiegelbild nachempfunden, finde ich, oder? Das ist eine wunderschöne Umschreibung. Das ist aber ein komischer Spiegel. Oh, ich brauche was zu futtern. Haben wir noch was? Ja, ich glaube, ich habe. Ach, guck mal. Dodo hat uns schon ein Geschenk gemacht. Der Kampfdodo hat schon Ei gelegt. Schönes Sonntagsei, hoffe ich. Das, na, das wird erstmal aufgehoben. Ich mache mal hier das Feuer aus und lege neues Holz rein. Jetzt müssen wir aber doch, glaube ich, mal echt einen Dino töten. Ich meine, wir haben jetzt zwei gezähmt. Naja, wir haben aber ja auch Außer. schon einen. In der ersten Folge haben wir schon einen Parasaurus getötet, ne? Ja, aber Fleisch haben wir nicht mehr viel. Ich habe noch ein gebratenes. Und dann ist mein Vorrat eigentlich schon weg. Also ich habe noch 6 gebraten. Du kannst gerne noch 3 von mir abhalten. Ja, gucken wir dann. Aber ich brauche hier eh noch Hide. Daher, respektive wir Ich. brauchen halt, also einen Schlafsack respektive Betten. Wäre auch noch ganz praktisch, wenn wir die kriegen würden. Ja, logisch, logisch. Also das kommen nicht drum rum. Aber über diesen Trick mit dem Ausnocken können wir uns, glaube ich, nochmal eine Schildkröte killen. Weil wenn die ausgenockt ist, kann die ja nicht viel machen. Das stimmt allerdings. Das stimmt. Also ich sehe einen Trike, ob das mit einem Trike genauso funktionieren kann. Ich glaube, mit dem könnten wir mit unserer Lücke da Glück haben. Dass der da nicht durchgeht. Aber ich glaube, der ist ein Stück schneller. Ja, das ist es. Wer, Der hat wer, wie. wahrscheinlich auch mehr Ausdauer wie wir. Ja. Aber Wie gut, wenn die weit Lücke ist der weg, ist die geschafft haben. Frage. Oder wollen wir den lieber als. Die Ach, Nacht. die kurze Nacht, ja. Die Licht haben die das. im Übrigen auch verkürzt. Damit Genau. halt eben, weil nachts ist, wie ihr gerade seht, ist da sehr, sehr wenig. Sehr, sehr wenig zu sehen. Oh, die kriegt nochmal 7 Level dazu. Dann wird die Level 24. Das ist ja schon mal was. Aber guck mal, das Trike da hinten, wenn wir das hierher locken könnten. Ich schätze mal die Lücke. Oh doch, das könnte klappen, da könnte es durchpassen. Das wäre schlecht, wenn das da durchpassen würde. Ja, Aber ich ich glaube, denke ich aber habe hier was schon. viel Cooleres gefunden. Hier ist ein Stein, wo wir drauf kommen. Und dann kommen wir auf einen noch größeren Stein von da, wo wir auch an das Trike rankommen. Okay, warte kurz. Ich komme irgendwie gerade noch nicht hoch. Hahaha. Ich habe es im Ich muss ersten mal Versuch Anlauf nehmen. geschafft. Ja, ich muss mal Anlauf nehmen. Pass auf, jetzt geht's gleich. Und dann. Mit Speed und druff. Nee, nee, du nimmst den falschen Weg. Du nimmst den falschen Weg. Welchen Weg bist du gegangen hier? Oh, da ist Parasaurus.
dass der wegrennt, das. Okay, da kommt nichts. Ach, den lassen wir jetzt erstmal rennen. Oh, jetzt habe ich aus Versehen was gefuttert. Ich weiß, warum da was kommt. Oh nein, diese Scheiße. Mit Sperren, die sind nicht, die halten nicht viel aus. Dann kümmern wir uns mal um die. Ja, ich meine, Free XP nehmen wir mit. Da ist noch eine hier. Die ist doch schon tot. Ja. So. Also jetzt meine Spitzhacke ist auch kaputt. Ja, erstmal hier die Spitzhacke reparieren. Oh, kann ich gar nicht, mir fehlt Wut. Mach mal die Ameise hier auch noch weg. Die wird auch noch Chitin. So, kann ich die wieder reparieren. Dafür habe ich dann auch genug dabei, sollte die gleich kaputt gehen. So. Du hast es gerade geschafft. Das ist gerade hier hochgekommen, aber das ist ganz einfach. Einfach mittig drauf hier. Ja, ich hab's jetzt. Pass auf, das geht gleich ohne Probleme. Bist du jetzt da oben oder wie? Ich bin schon wieder da oben. Ja, ich komm. Ich muss aber erstmal was machen. Ja, toll. Jetzt ist das Trike ein Stück weg. Oh, da vorne ist ein Dilo. So, ja, dann nehmen wir den. Da war noch ein Dodo. Ich glaube, jetzt haben wir gleich. Ne, jetzt haben wir nicht genug Reit. Ach, jetzt habe ich wieder mit dem Falschen draufgeschlagen. Wo bist du denn jetzt? Richtung Trike. Am Stein vorbei. Gut, willst du den Dilo schnappen? Trike kommt, ne? Der Dilo kommt erst. Ja, okay, dann wir haben einen Speer drauf, ne? Nee, den zählen wir uns. Okay, guck mal, der liegt doch schon. Verdammt, ich habe kein Fleisch. Doch, drei, natürlich, habe ich doch gerade rausgeholt. Warte, ich habe auch noch eins. Das müsste doch fast reichen. Ja, und dann holen wir uns mal hier den Trike. Der wird ja schon gezähmt? Nee, der hier wird gezähmt. Wir müssen jetzt mal kurz den Dilo fertig haben. Ach, Quatsch. Lauf mal auf den Stein. Beeil dich. Der Trike kommt. Ja, ach du meine Güte. Ich würde laufen. Ich bin dabei. Aha! Ja, toll. Jetzt greift der Dilo an. Das war jetzt ein gänzlich falscher Zeitpunkt, ey. Mist, stimmt, komm, dann opfern wir den Dilo. So. Ach du Schande. Der kann da hoch. Aber der kommt nicht auf deine Ecke drauf. Ah, der kommt auf Dilo. Der geht gerade auf dich. Oh, 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 oh. Ah. Ja, komm, egal. Ja, der liegt aber jetzt auch. Der kaputt? Ja, der Trike liegt. Der Dilo lebt. Okay. Der Dilo lebt und freut sich bester Gesundheit. Ich brauch mal was zu futtern. Ja, warte, komm her, wir gehen uns was brutzeln. Komm mal mit. Ich brauch jetzt was zu futtern. Gut, dann kriegst du. Warte mal, hab ich denn überhaupt noch was? Nein, ich hab nichts mehr. Du kriegst aber hier von mir dann die. Ich dachte, du hättest noch 6. Hier, ich hab noch 19 Major Bells. Ja, guck, die bringen mir doch schon mal was. Ach, hier, unsere Schildkröte ist auch mittlerweile getankt. Ja. Auf passiv stellen. Ja, ich pfeife die mal kurz an. Neutral, passiv. Jetzt kommst du mit. Ist ja gleich deinen ersten Großen erlegt, mein Kleiner. So nenne ich dich jetzt auch, mein Kleiner. So. Ja, guck, die Schildkröte kommt auch. Wie gesagt, mein Kleiner kommt auch. Namen in die Kommentare zu schreiben. Wie halt eben die erste Schildkröte heißen soll. Ach Mist, der Trike wäre, glaube ich, ganz, ganz cool gewesen. Ja, aber wir haben. Steht eigentlich der Kampf-Dodo auch auf passiv? Weiß ich nicht, habe ich noch nicht nachgeguckt. Ich krieg mal die drei Fleisch hier ins Feld. Wobei ich glaube, wir sollten unsere Dinos hier. Eher auf. Auf neutral stellen. Dass die, falls was kommt, angreifen. Ja, schon sinnvoll.
So, an der Ecke bleibst du stehen. Na, komm mal, noch ein Ei. Also du hast da zweimal Fleisch drin. Fünfmal Fleisch habe ich gesehen, die ist da drin. Und jetzt ein Dodo-Ei. Was bringt das denn? Wie viel Hunger habe ich? 10 habe ich noch. Und. Ach, das geht ja richtig ab nach oben. Fast Okay. 20 Punkte Hunger ersetzt das Ei. Echt? Jetzt brauche ich ein bisschen Heid. Hast du schon was in die Boxen gepackt, zufällig? Warte mal kurz. Dann. Jo, perfekt. Dann baue ich nämlich schon mal den Mörser. Rest kommt zurück. Level ab. Jo, ich auch. Deshalb brauche ich ja unbedingt den Mörser. Oh, da vorne ist er direkt in den Kisten. Sagen, Heels kommt noch ein bisschen dazu. Das werde ich Ich dann finde, nehmen. wenn wir so vorgehen wie jetzt bisher, dann reicht mein Heal. Ich nehme mal Fortitude. Das ist, dass man nicht mehr so ein Weichei ist. Und nicht mehr so Ja. ganz so temperaturempfindlich. Das finde ich ganz Okay. cool. Oh, und ich sehe gerade, unsere Zeit ist schon wieder um, die 20 Minuten. Ja, da kannst du mal sehen, die vergehen wie im Flug. Aber wir haben auch diese Folge gut was geschafft, wenn ich das sehe. Wir haben Trike gekillt. Drei drei. Dinos getamed. Ziel war eins. Und ich habe noch ein Ei gefunden. Und ah, noch ein Ei. Meine Fresse. Okay, wie gesagt, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, schreibt in die Kommentare, vor allem vergesst nicht, wir brauchen einen Namen für unsere Schildkröte. Also, dann bis zur nächsten Folge. Bis dann.